Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Land 2, The Six Golden Coins, zum letzten Part, zur Burg von Wario. Und wir dürfen jetzt hier rein, da wir alle sechs goldenen Münzen eingesammelt haben. Und ob ihr es glaubt oder nicht, aber ich habe diese scheiß verdammte Kackburg schon dutzende Male jetzt versucht, auch schon vorher immer was aufgenommen, aber ich komme einfach nicht weiter. Ich bin hier die ganze Zeit immer nur gefailt. So ging es die ganze Zeit. Immer hier schon Hit kassiert. Und die ist so scheiße schwer, die Burg. Das ist kein Vergleich zu allem, was vorher war. Schwierigkeitsgrad ist um 1000% zugenommen. Genau, so läuft es die ganze Zeit schon. Also, um das Ganze dann jetzt hier ein wenig zu vereinfachen, habe ich mir die Häschenohren geholt. Aber selbst damit ist die Burg noch eine ziemlich krasse Herausforderung. Vor allem muss ich es ja erstmal schaffen, hier durchzukommen, ohne Hit zu kassieren. Wenn das geschafft ist, dann geht's eigentlich. Nein! Oh, Scheiße! Und wieder von vorne das Ganze. Oh, ich habe da wirklich keine Geduld für, ey. Das ist so scheiße krass, diese Kackburg hier. Das Video wird bestimmt eine Stunde dauern, wenn ich schon die ganzen Aufnahmen davor dazu nehmen würde. Aber ich habe mir jetzt gesagt, du machst das jetzt endgültig fertig. Also versuche ich das jetzt auch fertig zu machen. So, und am besten jetzt erstmal ohne abzuscheißen. Dazu brauche ich Konzentration. Spielgeschick. So. So ist das auch erstmal ganz gut. Okay, hier kommen jetzt noch eine fiese Stelle. Genau, perfekt. So. Wenn man das erstmal hinter sich hat, dann ist es nicht mehr ganz so schwierig, weil dann kann man sich den Rest halbwegs ercheaten. Genau das mache ich auch, denn ich würde sonst einfach viel zu viel abkacken hier. So, hier mit diesem scheiß Plattform erstmal. Hier so drüber, da ist die letzte Plattform natürlich die schwierigste, da muss man aufpassen. Und hier sind solche Schalter am Boden, wenn man die aktiviert, kommen hier irgendwie solche komischen Fäuste raus, die einem das Weiter passieren fast unmöglich machen, ohne einen Hit zu kassieren. Und hier braucht man mega präzise Sprünge. Und hier bin ich immer gescheitert, hier auf diesen scheiß Totenköpfen zu landen und nicht in die Lava zu fallen. Besonders hier hinten, das war es ziemlich schwierig. Diese Problematik haben wir natürlich nicht, wenn wir jetzt unsere Öhrchen einsetzen. Da ist eh nur eine Blume drin. Okay, hier geht's weiter mit, ja, mit lustigen Sprüngespielchen, auf die ich keine Lust habe. Oh, es war knapp, ey. Fast hätte ich da einen Hit kassiert. Okay, und das ist relativ simpel hier im Vergleich zu dem, was vorher die ganze Zeit war. Da muss man einfach nur ein bisschen geduldig sein. Gut. So läuft das doch ein bisschen besser. So, und dieses Ding muss man irgendwie auf den Kopf springen. Zwei Treffer reichen. Und hier wird's richtig gemein. Hier sind plötzlich zwei von diesen Scheißviechern. So. Nochmal zwei. Oh Mann, ey, als ob das nicht schon fies genug gewesen wäre gerade. Ah, da muss man wirklich Geschick beweisen. So. Was haben wir hier? Wieder eine Blume.
Oh, Wario. Okay, endlich. Endlich Wario, endlich stehen wir uns gegenüber. Ja, voll. Ja, schön. Mach weiter so. Nein, ich habe einen Hit kassiert. Oh, ich darf mir hier eine Karotte nehmen. Das ist sehr nett. Danke. Und er bekommt auch eine Karotte. Damit kann er jetzt hier so scheiße rumfliegen, ey. Ja, schön. Wow. Mann, mach weiter so, Mario. Ach, das hast du jetzt davon, Wario. So wird das intelligent angestellt. Hier gibt's nochmal einen Pilz, brauche ich nicht. Und jetzt bekommt er die Feuerblume. Jetzt wird's richtig fies. Und jetzt schießt er hier mit Feuerbällen durch die Gegend. Aber wir haben die Häschen in den Ohren. Wir haben. Mit dieser Power sind wir fast unschlagbar. Mit dieser Power habe ich es bis hierhin geschafft. Mit dieser Power habe ich ihn besiegt. Ja, endlich. Mann. Wow, du Scheiß. Mistkerl. Diese Kackburg hier. Oh, die war echt schwierig. Ich kann es kaum glauben, dass ich es jetzt plötzlich doch noch in fast einem Rutsch geschafft habe. Und die ganze Burg wird viel schöner. Und sie gehört jetzt Mario. Ja, das ist das Ende. Thank you, Mario. Your quest is over. Was überhaupt für ein Quest? Was war überhaupt meine Motivation dazu, das hier zu machen, frage ich mich. Gut, wir sehen jetzt den Abspann und bittet mich nicht, diese Scheißburg ohne die Häschenohren zu versuchen. Das ist wirklich Selbstmord. Das ist so krass, ey. Ein Wario am Ende ging dann ja sogar. Na gut, aber auch nur, weil ich die Öhrchen hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das geschafft habe, als Kind das Spiel, die Burg zu schlagen. Wahrscheinlich auch nur mit den Öhrchen. Ja, puh. Ich weiß nicht, ob hier am Abspann nochmal was Interessantes kommt. Naja. Wenn ja, dann schalte ich nochmal ein. Ansonsten bedanke ich mich herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet halbwegs Spaß. Ja, zugegeben, das Spiel ist nicht so die Attraktivität, aber ich habe es früher sehr gerne gespielt. Bis auf die Burg hier. Die hat mich echt zur Weißglut gebracht. Also dann, wir sehen uns hoffentlich. Bis demnächst.